way. Driven by the way that I be living, everything I got I'm giving. Why you think they can't do it like me? I'ma get high. Ja, moin, meine Freunde, was geht für Fame? Ist mal wieder Back in Game hier vor euch mit einem neuen Gameplay-Kommentar hier auf meinem Kanal, meine Freunde. Und erst einmal, was ihr heute immer noch seht, ist ein richtig krasses Gameplay. Und zwar ist das von dem Florian erspielt und würde mich echt freuen, wenn ihr jetzt mal bei seinem Kanal vorbeischauen würdet, weil das ist echt ein heftiges Gameplay. Und zwar ist es eine Double Nuclear mit einem 100 plus Non-Lethal und kann man sich auf jeden Fall richtig krass im Hintergrund geben, wie ich selber finde. Und auf jeden Fall, heute habe ich echt sehr schlechte Nachrichten für euch, weil ihr wisst ja, ich bringe mal die Neuigkeiten und sowas. Und heute habe ich mal ausnahmsweise schlechte Neuigkeiten. Und zwar, meine Freunde, ich blende euch jetzt einfach mal einen Screenshot ein, der mich komplett auseinandergenommen hat. Also ich selber bin jetzt davon nicht begeistert. Und zwar, ihr seht es jetzt, Call of Duty Skyfire Space Warfare. Und ist es jetzt wirklich zu 100% bestätigt, könnte man schon sagen. Weil ich blende euch einfach mal den nächsten Screenshot ein. Hier zu den 2016 wurde angekündigt von Treyarch selber, also von den Machern, die haben getwittert, also ich habe selber keinen Twitter, denn ihr wisst. Wir erschlagen Parkierfahr Regel Nummer 3, echte Gangster haben kein Twitter. Nee, Spaß beiseite, aber auf jeden Fall, ihr seht, die haben einfach getwittert, so 2016, frohes neues Jahr, mit so einem abgefuckten scheiß Astronauten im Hintergrund. Und viele könnten sich sagen, ja, lass dich doch überraschen, Black Ops 3 ist auch gut geworden und sowas, obwohl das alles ein bisschen mehr in die Zukunft spielt. Aber trotzdem, es ist einfach abgefuckt, weil alle warten irgendwie darauf, dass endlich mal wieder ein älteres COD kommt. Und Space Warfare, das soll einfach der übelste Hightech-Scheiß und sowas sein. Dazu könnte ich euch jetzt auch ganz schnell einen Screenshot einblenden. Und ihr seht schon, das ist alles von den Shinobi 16.02 oder sowas hieß der, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das einer, der twittert immer Sachen, die extrem stimmen. Das seht ihr überall auf YouTube und sowas. Der hat schon sich echt einen Namen gemacht damit, dass er Sachen prophezeit, die dann halt immer stimmen und er labert und schon damit voll. Also er ist selber auch davon enttäuscht. Und ich weiß auch nicht, von wo er seine Quellen hat oder sowas. Aber auf jeden Fall stimmt es halt meistens so, was er sagt. Und so gut wie immer, das ist zu 100% sicher, könnt ihr euch schon eigentlich darauf einstellen, dass es kommen wird. Und auf jeden Fall, er hat getwittert, dass der übelste Hightech Skyfire und sowas im Weltall sein wird. Und ganz ehrlich, Jungs, ich habe keinen Bock mehr, Mann. Ich habe echt keinen Bock mehr auf Riesensprünge, Mann. Was soll die Scheiße? Ich will einfach nur noch wie ein normaler Mensch in den Krieg gehen, weil früher war COD einfach ein Spiel, da ging man in den Krieg. Aber jetzt ist es einfach so, dass wir in irgendwelchen Planeten rumhüpfen und ich will sowas einfach nicht, Leute. Ich hoffe, ihr seid meiner Meinung auch, weil irgendwie, ich habe echt keinen Bock mehr, Mann. Das fuckt mich halt übel ab, weil Black Ops 3 ist auch nicht so mein COD, wenn ich ganz ehrlich bin. Viele finden es unnormal geil, ist es auch kein schlechtes COD, aber mir macht es einfach keinen Spaß, weil die letzten zwei Jahre waren Advanced Warfare und Call of Duty Ghosts. Und ganz ehrlich, ich habe Call of Duty Ghosts gefeiert. Wisst ihr aber warum? Einfach, weil es ein älteres COD war und weil es geil zu spielen war. Und es ist einfach so ein normales COD gewesen. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, was ich meine, weil irgendwie dieses ganze Neue, das, ich kann das einfach nicht abmachen. Ich, schon Advanced Warfare war einfach nicht so mein Ding. Und ich war früher echt sehr gut in COD, aber seitdem die ganzen, so diese Hightech, Mytech-Scheiße gekommen ist, ich komme irgendwie gar nicht mehr darauf klar. Und ich will einfach nur so ein älteres COD wieder haben. Und ich hoffe, ihr seid wirklich meiner Meinung, weil dieses Space Warfare, ich kann es wirklich gar nicht ab. Und das Problem einfach bei der ganzen Sache ist, dass es mir so selber aufgefallen, wir die ganzen Deutschen, also unsere deutsche Community wünscht sich alles sowas überhaupt nicht, aber die ganze amerikanische Community, die nimmt das alles so mit offenen Armen auf und das ist echt so eine Sache bei uns Deutschen, das ist echt richtig lustig. Okay, ich bin Türke, aber scheiß drauf, auf jeden Fall ist das so irgendwie, wir nehmen Sachen so gar nicht gut auf und ganz ehrlich, wir sollten das alles ein bisschen mit offenen Armen auch wie die empfangen, aber es ist schon schwer, ich weiß, aber vielleicht wird es ja trotzdem gut und sowas. Wir wissen, dass COD alles bis jetzt immer in meinen Augen richtig gemacht hat, weil es gibt kein COD, was richtiger reinschießt. Es ist auch Advanced Warfare, auch Black Ops 3, ist in meinen Augen auch ein gutes COD, aber es geht einfach darum, dass COD gute CODs macht einfach, weil die sind dafür bekannt und in meinen Augen gibt es wirklich kein einziges schlechtes, deshalb ich empfange das Ganze mit offenen Armen, aber ich würde mir halt eher sowas wünschen, was in der Vergangenheit spielt und ich hoffe, ich konnte euch in diesem Video gut damit informieren und bewerten und kommentieren nicht vergessen. Das war's von mir, haut rein, ciao.